Weilburger Firma Elektromüller im Gewerbegebiet Kubach feiert 30-jähriges Bestehen. Bei unserem Besuch durften wir erfahren, wie sich das Elektro- und Elektroinstallationshandwerk in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelte. Wesentliche Veränderungen umfassen sowohl technologische Innovation als auch die Anpassung an neue regulatorische und ökologische Anforderungen. Die Einführung von Automatisierungstechniken hat die Arbeitsweise im Elektroinstallationshandwerk revolutioniert. Ein weiterer bedeutender Wandel ist der verstärkte Fokus auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Wie hat alles vor 30 Jahren angefangen? Also vor 30 Jahren hat alles in so einem Öllagerraum angefangen. Da war mein erstes Lager drin. Viel, sag ich mal, nebenher gearbeitet. Ja, immer nach Feierabend. So, und dann kamen halt die ersten Mitarbeiter. Dann hatten wir ein neues Haus gekauft in Erfurt. Und da ging es dann halt steil bergauf, weil mein Herr Kubatz angefangen hat mit bei uns. So, ja. Gubi, jetzt? Ich bin eigentlich durch Arbeitsmangel in Duisburg hier rüber gekommen und wollte ursprünglich auch nur 2 Jahre bleiben, maximal. Aber da ist Freundschaft draus geworden und wir arbeiten halt sehr gut zusammen und seitdem machen wir viele große und gute Projekte zusammen. Wie viele Azubis habt ihr inzwischen ausgebildet? Oh je. Das ist locker 20, locker. Und da sind auch Techniker draus geworden, Meister draus geworden, ja. Oder Techniker und Meister draus geworden. Die mittlerweile ihre eigene Firma haben, ne? Die mittlerweile ihre eigene Firma haben, selbstständig sind. Ja. Heute ist auch wieder einer da, das war einer von den ersten Lehrlingen. Ja. Der ist jetzt im Planungsbüro. Also wir tun immer, die Lehrlinge tun wir immer so platzieren, dass wir was von denen haben. Wenn es geht. Thema Fachkräftemangel, habt ihr damit zu kämpfen? Fachkräftemangel haben wir selber in der Firma hier eigentlich gar nicht. Wir sind jetzt insgesamt 20 Leute oder 20 Monteure, Lehrlinge, Gesellen, Obermonteure und so weiter. Und dieses Jahr fangen wieder 3 Lehrlinge an. 2 Stück haben wir noch, die bei uns lernen. Also wir haben keine Probleme damit. Wie hat sich so das Arbeiten in den letzten 30 Jahren verändert? Es ist elektronischer und visueller geworden. Das heißt also, heute ist das nicht nur einfach eine Steckdose zu setzen, sondern es geht um Programmierung, es geht um den Kunden in Apps und verschiedene andere Sachen einzuweisen, die, ich sag mal, früher gab es das nicht, Licht an, Licht aus, Steckdose ja, Steckdose nein. Und heute ist das dann wirklich so, oh, ich hätte gern ein Balkonkraftwerk, kann ich das überwachen, ich hätte gern eine PV-Anlage, kann ich die auch überwachen, was macht die mit meinem Auto, kann ich das Licht auch von da aus schalten, obwohl schon alles installiert ist. Naja, das sind halt so die Sachen, die Leute heute mehr interessieren. Oder Medientechnik. Naja, vernetze ich mein Haus? Mache ich es über WLAN? Mache ich es über Netzwerktechnik? Da sind schon die Interessen ganz schön, haben sich gewandelt mit den Jahren. Naja, und es ist für uns auch viel technischer geworden. Viel, viel technischer. Wir sind ja mittlerweile so versnobbt, bei uns kommen Berliner Firmen und kloppen uns die Schlitze bei größeren Bauvorhaben. Also unsere Monteure oder Lehrlinge machen das gar nicht mehr. Also einen kleinen Fall nur noch. Also wie er schon sagt, viel Elektronik und wir haben jetzt ein Räumchen haben wir gebaut mit einem riesen Fernseher, wo halt die Lehrlinge dann auch auf diese Elektronik ausgebildet werden sollen. So ist der Plan. Wie wichtig sind solche Unternehmen für die Stadt? Sehr, sehr wichtig. Also wer 30 Jahre hier ist, und da möchte ich an der Stelle auch nochmal offiziell ganz herzlich gratulieren, lieber Andreas Müller und dem ganzen Team, das zeugt schon davor, dass man im Standort auch treu geblieben ist und dass man 30 Jahre auch so erfolgreich, wir haben das eben gehört, in einem Wettbewerbsumfeld sich weiterentwickelt und unterwegs ist, auch das ist eine tolle Geschichte. Und dass das Ganze komplizierter, komplexer und anspruchsvoller wird, das ist vor allen Dingen in diesem Bereich sehr, sehr messbar. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass wir seit 30 Jahren die Firma Müller hier in Weilburg am Standort haben. Und ich freue mich auf all die nächsten Jahre, die da noch kommen. Wie viele Unternehmen gibt es denn in der WWW, die auch 30 Jahre am selben Standort sind? Das weiß ich leider nicht auswendig, aber 30 Jahre ist wirklich eine Zahl, die man vorzeigen kann. Vor allen Dingen ist der Andreas Müller ja Gründer und als ich 2016 zur WWW gekommen bin, da war er ja schon Jahrzehnte dabei, sage ich mal, und hat sehr engagiert auch im Vorstand zum Beispiel den Kindertag mit organisiert. Nicht nur deswegen sind wir dankbar, natürlich auch, weil der Standort solche Handwerksbetriebe mit solcher Kompetenz auch braucht.
Neues E-Bike? Lol! Fehlt nur noch die volle Ladung Sicherheit. Mit dem E-Bike-Schutz der SV Sparkassenversicherung. Wenn Ihr E-Bike zum Beispiel bei einem Unfall oder bei einem Sturz zu Schaden kommt oder Ihr E-Bike ganz weg ist, lassen wir Sie nicht auf dem Schaden sitzen. Die volle Ladung Sicherheit also. Wir sind immer gerne für Sie da. Indien ist eine wahre Sinnesexplosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace. Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Familie Kula. Die heimische Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Usingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg.
Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das Alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaele Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthouse Talk. Das Alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Der echte Grillfan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Wir achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Die Interliving Küche Serie 3030, beeindruckt durch die ausgeprägte Funktionalität und die spezielle Optik, die für ein außergewöhnliches Ambiente sorgen. Die Interliving Küche Serie 3030 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die angenehm erreichbaren, exklusiven Hängeschränke nutzen den vorhandenen Raum durch die besonders hohe Bauweise optimal aus. Neben den innenseitigen Auszügen verfügt die Insel durch zusätzliche Türenelemente an der Außenseite über extra viel Stauraum. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Softeinzug schließen die Auszüge leichtgängig und lautlos. Die große Nischenverkleidung in Steineiche-Nachbildung verbindet Hängeschränke und Zeile zu einem harmonischen Gesamtbild. Die offenen Regalboards setzen dekorative Akzente. Die grifflosen Fronten in Quarzgrau-Softmatt sind mit einer Anti-Fingerprint-Oberfläche versehen. Die Griffmulden lassen die Arbeitsplatten nahezu schweben. Die Interliving Küche Serie 3030 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Küche für mich gemacht. Bei Krah und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke, BMW. Immer einen Schritt voraus, immer innovativ, immer eine automobile Naturgewalt. Krah und Enders, Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. Thank you.
Stadtwerke Weilburg. Power, Kompetenz und Energie. Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg. Vor Ort. Immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter kunden@stadtwerke-weilburg.de.